29.05. bis 1.06.2014 fand die Bilderberg-Konferenz im Marriott Hotel in Kopenhagen, Dänemark statt. Die Bilderberger haben sich 2014 ungewöhnlich offen gezeigt und sich auf Sichtweite mit ihren Kritikern begeben, ganz anders als in 2015. Bereits die Kombination der Themen und der eingeladenen Personen zeigt den praktischen Einfluss des Bilderberg-Netzwerks auf Entscheidungsträger auf höchster Ebene. Zum Tagesordnungspunkt Ukraine waren die damals beiden offiziell mächtigsten Männer der NATO geladen, der damalige NATO-Obergeneralsekretär Anders Fogh Rasmussen und der damalige wie heutige militärische NATO-Oberbefehlshaber in Klammern Sakeur Philipp Redloff. Beide haben sich laut dem Taz-Artikel Hardliner-Rhetorik Richtung Moskau vom 28.08.2014 als Hardliner gegenüber Russland präsentiert, hinsichtlich der Forderung Polens und der baltischen Staaten nach einer ständigen Stationierung von NATO-Truppen in ihren Ländern. Stattdessen hat laut Taz die NATO eine schnell nach Osten verlegbare Eingreiftruppe in Klammern Speerspitze beschlossen. Ebenfalls bei der Bilderberg-Konferenz 2014 war Dr. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, der laut dem Taz-Artikel das unerklärliche Wort mit K vom 29.08.2014 zusätzliche Sanktionen gegen Russland gefordert hat, davon ausgehend, dass Russland damals, Zitat, mit Panzern und Soldaten militärisch in der Ukraine präsent, Zitat Ende, gewesen sei. Zu den Tagesordnungspunkten. Does privacy exist? Und how special is a relationship in intelligence sharing? Fällt auf der Gästeliste vor allem der frühere NSA-Chef Keith Alexander auf, aber auch John Saws, Chief Secret Intelligence Service aus Großbritannien, sowie zu ersterem Punkt auch Eric E. Schmidt, Vorsitzender von Google, Craig Mandel, Berater von Microsoft und Reid Hoffman, Chef von LinkedIn. Die Anwesenheit der damaligen EU-Justizkommissarin Viviane Reding spricht dafür, dass es auf der Bilderberg-Konferenz weiter auch um den Entwurf der EU-Zensurverordnung im Namen des Datenschutzes, Aktenzeichen 2012-0011 COD, gegangen ist, für welche vor Frau Reding die damalige EU-Internetkommissarin und Bilderberg-Besucherin Nelly Kroes zuständig war. Die Bilderberg-Konferenz beschäftigte sich auch mit The New Architecture of the Middle East. Wenige Tage nach der Bilderberg-Konferenz hat ISIS im Irak eine erfolgreiche Großoffensive durchgeführt, die zur Einnahme Mossuls geführt hat. Die Frage, ob und inwieweit die Bilderberg-Konferenz vor der Massenöffentlichkeit Insider-Informationen über bevorstehende Aktionen von ISIS zur Verfügung gehabt haben mag, drängt sich auf. Ebenso die Frage, welche Positionen die Bilderberg-Teilnehmer zu einer möglichen Neuordnung des Mittleren Ostens vertreten haben. Der Voltairenet-Artikel Washington Relaunches its Iraq Partition Project vom 19.06.2014 äußerte die Einschätzung, dass die Offensive von ISIS im Irak in Zusammenhang mit einem strategischen Konzept für eine Aufteilung des Mittleren Ostens in mehr kleinere Staaten zu sehen ist. Wie die Luftpost Kaiserslautern in der Ausgabe LP 103/15 vom 27.05.2015 berichtet hat, hat die amerikanische NGO Judicial Watch die Veröffentlichung von Dokumenten durchgesetzt, aus denen hervorgeht, dass zumindest die US-Geheimdienste in 2012 die mögliche Errichtung eines Kalifats im Osten Syriens positiv eingeschätzt haben, weil dieses die syrische Regierung unter Druck setzen würde. Pikant ist auch die Teilnahme von Ahmed Üzümcü, dem Generalsekretär der OPCW, in Klammern UNO-Organisation zur Abschaffung der Chemiewaffen, gewesen. Nachdem am 31.08.2013 der Weltkrieg anlässlich Syriens verhindert worden war, siehe unser Politikblog-Artikel Ask Dr. Haas, The World Public Has a Right to Know vom 5.09.2013, vor allem, weil die US-Regierung noch rechtzeitig von den Warnungen Russlands und Chinas vor einem US-Angriff auf Syrien sowie von gewichtigen Indizien für eine mögliche vorsätzliche oder fahrlässige Täterschaft von Al-Qaida-Rebellen für den Chemiewaffenzwischenfall in guter Kenntnis erlangt hatte, hat die US-Regierung in den russischen Vorschlag eingewilligt, Syrien nicht anzugreifen, wenn unter der Leitung der OPCW sämtliche syrische Chemiewaffen innerhalb eines ehrgeizigen Zeitplans vernichtet werden. Da wirft es schon Risiken auf, wenn ein OPCW-Chef unter Ausschluss der Öffentlichkeit an einer nicht transparenten Konferenz teilnimmt.
Am 26.08.2013 hatte CFR-Chef Dr. Richard Haas im Artikel Media Call on Syria with Richard N. Haas die Einschätzung geäußert, dass die USA Syrien bombardieren würden und dass sich der Syrien-Konflikt trotzdem noch begrenzen ließe. Am 26.08. ging die Medienkampagne für einen US-Angriff auf Syrien los. Am 27.08. berichteten die EU Times über die Warnung Russlands und das Manager-Magazin über die Warnung Chinas. Ab dem 28.08.2013 haben wir damals versucht, den Chef des CFR sowie jemanden aus dem Auswärtigen Amt für unsere damalige Macht- und Menschenrechte-Sondersendung zu Syrien zu gewinnen. Außerdem hat Bilderberg sich über die aktuelle Situation in Griechenland informiert, was vor allem an der Teilnahme von Alexandra Mitsotaki, Vorsitzende von Action Aid Hellas, und von George Senias, Vorsitzender der Nationalbank von Griechenland, ersichtlich ist. Passt zu den Tagesordnungspunkten Current Events und What Next for Europe. Auch Vertreter der Troika waren anwesend, darunter Christine Lagarde, geschäftsführende Direktorin des IWF und Benoît Cœuré, EZB. Nun folgt eine Diashow mit Impressionen von der Bilderberg-Konferenz 2014.